habe jetzt mehrfach den Gong betätigt. Wie es so schön heißt, das Abstimmungssignal. Gibt es ein Signal der parlamentarischen Geschäftsführer, ob ich beginnen kann? Alles klar, dann würde ich jetzt beginnen mit den Abstimmungen. Ich rufe daher auf den Tagesordnungspunkt 90. Das ist der Dringliche Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der Freien Demokraten. Nächster Corona-Gipfel. Ministerpräsident muss Stellung nehmen. Wer stimmt dem Dringlichen Antrag? Bitte, Herr Kollege Rudolph. Dem Antrag ist ja Rechnung getragen worden. Wir haben darüber diskutiert. Insofern ist der Antrag erledigt. Antrag wird für erledigt erklärt. Alles in Ordnung. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 78. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Gesetz über Erlass infektionsschützender Maßnahmen. Hierzu hat die AfD-Fraktion namentliche Abstimmung beantragt. Und ich lasse jetzt abstimmen, wer dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung und des zweiten Berichtes zustimmt. Hebt sich kein Widerspruch, dass wir das so machen, dann machen wir das auch so. Bitte jetzt die Schriftführer mit dem Namensaufruf zu beginnen. Darf Herrn Utter bitten zu beginnen. Herr Utter, bitte schön. Ulrike Alex. Tarek Al-Wazir. Katrin Anders, ja. Lena Arnold ist entschuldigt, Sabine Bächle-Scholz, ja. Dirk Bamberger, ja. Jürgen Banzer, ja. Dr. Ralf Norbert Bartelt, ja. Elke Barth. Nein. Alexander Bauer, ja. Frank Thilo Becher, nein. Holger Bellino, Peter Beuth, ja. Markus Bocklet, ja. Michael Boddenberg, ja. Christiane Böhm, ja. Karl-Hermann Bolldorf fehlt, Volker Bouffier, ja. Silvia Brünnel, ja. Dr. Matthias Büger, ja. Thailan Burcu, ja. Ines Klaus, ja. Miriam Dahlke, ja. Wolfgang Decker, ja. Christoph Degen, Frank Diefenbach. Angela Dorn. Tobias Eckert. Nina Eisenhardt. Arno Enners. Nancy Faeser. Dr. Horst Falk. Martina Feldmeier. Thorsten Felstehausen. Carina Fissmann. Hildegard Förster-Heldmann, ja. Jürgen Frömmrich, ja. Sandra Funken, ja. Klaus Gagel, nein. Dirk Kaaf, nein. Kerstin Geis, nein. Nadine Gersberg, Lisa Gnadl, nein. Eva Goldbach, ja. Dr. Frank Grobe, Vanessa Kronemann, nein. Stefan Krüger, nein. Gernot Krumbach, nein. Dr. Jörg-Uwe Hahn, nein. Karin Hartmann fehlt, Erich Heidkamp, nein. Christian Heinz, nein. Birgit Heitland, nein. Thomas Hering, nein. Klaus Hermann, nein. Priska Hinz, nein. Heike Hofmann, nein. Markus Hofmann, Andreas Hofmeister, ja. Hartmut Honker, ja. Knut John, nein. Bijan Kaffenberg fehlt, Rolf Kahnt, ja. Norbert Kartmann, ja. Heiko Kassikert, ja. Frank-Peter Kaufmann, ja. Kaya Kinkel fehlt, Kai Klose, ja. Wiebke Knell, nein. Elisabeth Kula, Gerald Kummer, nein. Robert Lambrou, nein. Jürgen Lenders, nein. Thorsten Leveringhaus, ja. Andreas Lichert, nein. Angelika Löber, nein. Frank Lorz. Professor Alexander Lorz, Heinz Lotz
fehlt Felix Martin, Daniel May, Markus Meisner, Hans-Jürgen Müller, Michael Müller, Karin Müller, Regine Müller, Stefan Müller, Petra Müller-Klepper, Dr. Stefan Naas, Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz, Moritz Promny, Janki Pürsün, Lucia Puttrich. Dr. Rainer Rahn, Claudia Ravensburg, Michael Reul, Boris Rhein, Volker Richter, René Rock, Günther Rudolph, Michael Ruhl, Max Schad, Jan Schalauske, Marion Schatz-Sauer, Lukas Schauder, Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Katrin Schleenbecker, Mirjam Schmidt, Heiko Scholz, Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Sadet Sömnes, Frank Steinrath, Oliver Stierböck, Manuela Strube, Ismail Tippi, Oliver Ulott, Tobias Utter, Joachim Feilmann fehlt, Bernd Erich Vohl, Matthias Wagner, Astrid Wallmann, Alexandra Walter. Kathi Walter, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke fehlt, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, Walter Wissenbach, Janine Wissler und Turgut Yüksel. Vielen Dank. Ich darf fragen, ob jeder seine Stimme abgeben konnte. Gibt es jemanden im Saal, der seine Stimme nicht abgeben konnte? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann schließe ich jetzt die Abstimmung und bitte auszuzählen.
Ist egal. Ich gucke mal. Ich mache das mal. Das sind 60, nee, sind 136. Also 51 plus 9, pass mal auf, 51 plus 9 sind 60, plus 66 sind 126. Ja, gut, genau. Achso, ja. Naja, klar. Ja, oder sie sind halt schneller als die. Das widerspricht aber der Theorie, dass Frauen schneller rechnen als Männer. Nee, ich bin blöd, ich kann mich nur auf eins konzentrieren, ich kann nur rechnen. Das geht mir genauso. Und wie wir wenn sehen, ich jetzt verschiedene Sachen machen müsste, wäre und wie wir sehen, hat es manchmal Vorteile. Ja, manchmal. Unsere nicht Multitasking. So. Was haben denn Sie? Genau das Gleiche. Wunderbar. 51, 9. Also 126 sind abgegeben, gell? Frau Strauß-Hielbauer? Ich habe 66 Ja, 51 Nein. Und Enthaltungen? Wie viele Enthaltungen? Wie viele Enthaltungen? Alles klar. Ich glaube, wir haben es, ja? Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Ergebnis liegt vor. Abgegebenen Stimmen 126. Mit Ja haben gestimmt 66, mit Nein 51, mit Enthaltung 9. Das heißt, das Gesetz ist angenommen und zum Gesetz erhoben worden. Rufe auf, Tagesordnungspunkt 14, das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Schornsteinfegerwesen, 2041-71. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zu? Das ist AfD, Freie Demokraten, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die Sozialdemokraten, die Linke. Enthält sich jemand der Stimme? Ist jemand dagegen? Ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben. Tagesordnungspunkt 68, zweite Lesung, Gesetzentwurf, Fraktion der AfD. Hier geht es Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Sondervermögen, Drucksache 20-4215 zu 20-4002. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Das ist die Fraktion der AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzesentwurf abgelehnt. Ich rufe auf, Tagesordnungspunkt 16, zweite Lesung, Gesetzesentwurf Landesregierung, Staatsvertrag, Abbau von Salzen im Werra-Kali-Revier, 2042-49 zu 2039-90. Wer stimmt dem Gesetzesentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, AfD, Freie Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion Die Linke. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht, ja, habe ich gesagt. Also nochmal, also Zustimmung war AfD, Freie Demokraten, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die Sozialdemokraten. Enthaltung war dagegen war die Linke. Und wer enthält sich? Keiner enthält sich. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben. Tagesordnungspunkt 85, Beschlussempfehlung und Berichtausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Fraktion der AfD, K&S Wirtschaftsstandort sichern, 2042-41 zu 2040-50. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Freie Demokraten, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, Die Linke. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der AfD. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 86, Beschlussempfehlung und Bericht, Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Fraktion, Entschließungsantrag CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Fraktion der SPD, Sicherung der Kaliproduktion. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Freien Demokraten, die CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die Sozialdemokraten. Wer ist dagegen? Die Fraktion der Linke, die Linke ist dagegen. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 87, Dringlicher Entschließungsantrag, Fraktion der AfD. K&S Wirtschaftsstandort sichern, Drucksache 20-4254. Wer stimmt dem Dringlichen Entschließungsantrag zu? Fraktion der AfD. Wer stimmt dagegen?
Das ist der Rest des Hauses. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Dringliche Entschließungsantrag abgelehnt. Tagesordnungspunkt 80. Zweite Lesung dringlicher Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU und von Bündnis 90 Die Grünen, Hessisches Kommunalwahlgesetz 2042-62 zu 2042-39. Wer stimmt dem dringlichen Gesetzesentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zu? Das ist das CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, AfD, Fraktion Die Linke. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der SPD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist niemand. Damit ist der dringliche Gesetzesentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben. Tagesordnungspunkt 17, dritte Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der SPD, hausärztliche Versorgung 2036-51. Wer stimmt dem Gesetzesentwurf zu? Das ist die SPD. Wer ist dagegen? Das ist die AfD, die Freien Demokraten, die CDU, Bündnis 90 Die Grünen und die Linke. Und wer enthält sich? Niemand. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Tagesordnungspunkt 18, dritte Lesung, Gesetzentwurf Fraktion Die Linke, Clearingstellen, Drucksache 2041-78. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Fraktion Die Linke, Fraktion der Sozialdemokraten. Wer stimmt dagegen? AfD, Freie Demokraten, CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Tagesordnungspunkt 19, dritte Lesung, Gesetzentwurf Freie Demokraten, Corona-Hilfegesetz. Hierzu gibt es einen Änderungsantrag der Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 20-4209. Ich lasse zuerst über den Änderungsantrag der Freien Demokraten, Drucksache 20-4209, abstimmen. Wer stimmt dem Änderungsantrag zu? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist die CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Sozialdemokraten, die Linke und die AfD. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Ich lasse nun abstimmen über den Gesetzesentwurf. Wer stimmt dem Gesetzesentwurf zu? Fraktion der FDP. Und die Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? Fraktion der CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die AfD und die SPD. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Tagesordnungspunkt 20, dritte Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der SPD, Bürgerbeauftragter des Landes Hessen, Drucksache 20-4218. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Das ist die Fraktion der SPD und die Fraktion Die Linke. Wer ist dagegen? Das ist die AfD, die CDU und die Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Rufe auf Tagesordnungspunkt 21, die dritte Lesung des dringlichen Gesetzesentwurfs der CDU und von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, unabhängiger Bürger- und Polizeibeauftragter 2042-19. Wer stimmt dem dringlichen Gesetzesentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung und des zweiten Berichtes zu? CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Die SPD, die Linke und die AfD. Und wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion, die Freien Demokraten. Damit ist der dringliche Gesetzesentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben. Meine Damen und Herren, auf Antrag der Fraktion der AfD soll der dringliche Antrag der Fraktion AfD Einbindung des geplanten Fernbahntunnels usw. 2024-44 abschließend in den WVA überwiesen werden. Keiner widerspricht. Top 36 ruft mir die CDU zu, soll abschließend in den WVA. Keiner widerspricht. Top 57 soll abschließend in den OIA. Widerspricht auch keiner. Die anderen Tagesordnungspunkte schieben wir ins nächste Plenum. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt am Ende. Wir haben eine anstrengende Woche hinter uns, aber nicht nur das, sondern wir haben ein anstrengendes und forderndes Jahr hinter uns. Das ist ein Jahr gewesen, dessen Verlauf, als es begonnen hat, wir uns anders vorgestellt haben. Und ich will die Chance heute der letzten Sitzung, der wahrscheinlich letzten Sitzung in diesem Jahr, danken für den Kraftakt, der erbracht worden ist. Der erbracht worden ist hier, der aber auch andernorts erbracht worden ist. Ich will allen, aber auch Ihnen, den Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank aussprechen für einen enormen Einsatz, der quer durchs ganze Land erbracht worden ist, nicht zuletzt auch durch die Regierung und durch das Parlament. Ich habe feststellen können, dass das oberste Verfassungsorgan in Hessen, dieser Landtag, bewiesen hat, dass es auch in der Krise bestandsfähig und handlungsfähig ist. Und ich will deswegen sagen, meinen ausdrücklichen Dank
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesregierung. Ich will Dank sagen. Ich will Dank sagen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, natürlich auch der Fraktionen, aber gestatten Sie mir das besonders zu erwähnen, natürlich auch und insbesondere der Kanzlei des Hessischen Landtages, die auch Ausnahmesituationen zu bewältigen hatten. Und ohne Sie wären wir alleine, nämlich, das gehört auch zu weit dazu, nicht handlungsfähig oder nicht immer handlungsfähig oder nicht immer vollständig handlungsfähig gewesen. Und wenn ich das noch sagen darf, ein bisschen vorweihnachtlich besinnlich, bei allem Streit, den es ja auch gegeben hat, und der musste auch sein, und ein Streit muss in einem Parlament auch stattfinden, finde ich, ist die positive Situation oder die positive Seite der Situation. Wir haben einen enormen Zusammenhalt in den vergangenen Monaten in diesem Land erlebt, und ich finde, wir haben ein teils übermenschliches Engagement bei den Bürgerinnen und Bürgern erlebt, bei den Menschen, die die Situation gestemmt haben. Und ich habe für mich festgestellt, einmal mehr festgestellt, wir leben schon in einem tollen Land. Und wir leben in einem Land mit ganz wundervollen Menschen, die eine solche Situation meistern können. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur, Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit zu wünschen. Ich wünsche Ihnen, wenn wir uns denn nicht mehr sehen, einen guten Start in ein hoffentlich besseres Jahr 2021. Ich habe irgendwo gelesen, das Gute am Jahr 2020 ist, dass das Jahr 2021 darauf folgt. Das wird sich hoffentlich bewahrheiten. Und eines wünsche ich Ihnen vor allem, dass Sie gesund bleiben. Das ist das Wichtigste in diesen Zeiten. Die Sitzung ist beendet.